Moin moin, guten Tag und hallole zu einer neuen Folge der 13-Dinge-Kiste. Ich habe mein Versprechen eingelöst mit dem Drehen des Imkerhauses. Moment, laufen wir mal hier hoch, dann kann man es besser sehen. So, bitteschön, es ist fertig. Ich habe jetzt halt eben auch ein paar mehr Fenster dann halt eben reinsetzen können und ihr seht, hier schwirren halt eben auch ganz viele Bienen rum. Ich habe sie nämlich noch mal ein bisschen vermehrt, weil ich halt eben festgestellt habe, irgendwie sind zu wenig Bienen da im Gegensatz zu Bienennestern bzw. Kästen, die wir dann halt eben da haben. Und ja, jetzt haben wir hier ein kräftiges Hin und Her schwirren. Oh, da ist ein Skelett wohl halt eben gestorben. Sehr schön. Hab halt eben, wie gesagt, das Ganze ja ein bisschen gedreht. Die Türe ist jetzt hier hinten in der Mitte. Hier können wir ja noch ein bisschen so Dekoration reinmachen. Also hier jetzt dann halt eben Honigblöcke hinsetzen. Hier ein paar Wabenblöcke oder sowas in der Art. Vielleicht auch noch eine Werkbank. Aber ja, da habe ich mir gedacht, das mache ich dann vielleicht ein bisschen später dann, denn mir kam, als ich das hier so fertig hatte, kam mir dann halt eben der, ja, schon fast Hilferuf halt eben von Melly Secret dann halt eben mir in den Sinn, beziehungsweise Androhung von ihr, dass sie mich bei Peter anzeigen würde, wegen den Tieren, wie eng die Tiere da halt eben da zusammen sind, und da habe ich jetzt mich ein bisschen hingesetzt bzw. hingestellt und habe ein bisschen was halt eben rum und rum probiert, dass wir das dann vielleicht ja etwas anders dann halt eben machen können. Und ja, das zeige ich euch jetzt mal, was ich mir da habe einfallen lassen. Ich hoffe, ich habe das jetzt dann halt eben richtig abgeschätzt, dass wir das jetzt in der Folge auch fertig kriegen. Denn, ja, ihr seht, hier hat sich ein bisschen was getan, ein bisschen was umgebaut. Ich habe hier hinten dann halt eben Kolben hingesetzt, also klebrige Kolben mit halt eben Stein halt eben unten dran, dass halt eben die Wasserquellen, die dahinter sind, dass die halt eben zurückgehalten werden. Und sobald wir den Hebel betätigen, das Wasser halt eben nach vorne fließt. Hier, die sind noch alle ganz eng zusammengeknuddelt. Die Schweine, die habe ich halt eben schon nach hinten halt eben gelockt, dass sie dann halt eben hier in ihrem neuen zukünftigen Zuhause dann halt eben drin sind. Müssen wir halt eben noch mit Stein oder Holz dann halt eben hier noch halt eben was hochbauen, dass wir dann einen Fußboden haben. Und ja, hier von dieser Seite soll halt eben auch nochmal Wasser halt eben reinkommen, dass halt eben alles, was halt eben hier drin ist, dann halt eben hier runtergespült wird. Und ja, die Schweinchen müssen halt eben immer noch extra sein, weil die sind ja kleiner als halt eben die Kälber bzw. Schäfchen, ja. Und würden deswegen ja komplett runtergespült werden, deswegen muss man die halt eben separat halten. Und ja, ich habe das hier gerade noch mit den Mauern halt eben gelassen, dass uns hier halt eben keine Tiere halt eben abhauen. Und ja, zeige ich euch das mal, wenn hier dann so das Wasser dann halt eben fließt, dann müsste das dann halt eben auch passen, dass dann halt eben die kleinen Ferkel dann halt eben hier unter die Halbstufen hindurchgespült werden. Da könnten sie theoretisch halt eben stehen bleiben, weil es da trocken ist. Aber meistens ist die Hitbox groß genug, dass sie dann halt eben mitgenommen werden, dass sie dann halt eben hier dann auch ja, runtergespült werden. Hier oben haben wir dann halt eben die Mauern, wie halt eben da drüben auch, dass die dann halt eben, die erwachsenen Tiere hier oben bleiben und nur halt eben die kleinen Lämmer und Kälber dann halt eben runtergespült werden. Und ja, dass dann halt eben im Endeffekt die Schafe und Kühe halt eben hier diesen ganzen Bereich halt eben haben, zum Hin- und Herlaufen, wenn das Wasser nicht fließt. Und ja, hab auch, wie ihr sehen könnt, angefangen, das halt eben mit Gras dann halt eben ja, auszukleiden, könnte man sagen. Auch nochmal ein bisschen mehr Natürlichkeit. Nur hier ging das halt eben noch nicht. Oh, Entschuldigung, das war jetzt ein halber Gainer.
ging es natürlich noch nicht, weil hier noch die ganzen Tiere halt eben stehen. Das, ja, ist ein Ding der Unmöglichkeit, das dann irgendwie zu korrigieren. Und ja, jetzt habe ich, glaube ich, im Endeffekt schon viel zu viel erzählt und labert, was ich dann halt eben hier vorhabe, möchte und so weiter. Dass wir jetzt hier eigentlich so gut wie fast gar nicht halt eben hier vorangekommen sind zu dem, was ich ja eigentlich hier machen möchte. Und zwar den Boden setzen. Ich schätze jetzt mal, das war die richtige Menge, weil ich habe halt eben einfach ein bisschen was halt eben vom Wald mitgenommen, könnte man halt eben sagen. Jetzt müssen wir halt eben gerade schauen. Im Endeffekt, wenn wir das so machen, dann dürfte das ja passen, weil dann kommt hier das Wasser rausgeflossen. Und hier können sie dann immer noch bleiben. Das heißt, wir bräuchten jetzt dann noch die Treppenstufen. Gut, okay, Treppen sind, glaube ich, jetzt ein bisschen wenig. Aber wir probieren es jetzt halt eben einfach mal. So, und den Moment mal, den könnten wir ja eigentlich wegmachen. Dann könnten wir hier dann halt eben auch noch die Holzstufen dran machen, genau. Können wir eins so reinsetzen und... Ah ne, Mist, hier kann ich ja keinen Block reinsetzen, weil ansonsten fließt das Wasser nicht mehr. Wir müssten dann eine Halbstufe hier oben drüber setzen, damit das Wasser halt eben noch runterfließt. Ja gut, okay. Dann ist es halt eben so, aber kriegen wir dann halt eben schon noch hin. Ja, jetzt tun wir dann halt eben hier das ja recht zügig dann halt eben ersetzen, die Mauer halt eben. Nummer 7, ja. Dann müssen wir halt eben aufpassen, dass uns halt eben die Tiere nicht abhauen. Aber kriegen wir, glaube ich, schon hin. Ups, okay, das war jetzt eins zu viel. Ja, weil wir wollen ja nicht, dass uns hier die ganzen Tiere halt eben abhauen und wir dann halt eben in halber Panik dann wieder versuchen, die Tiere halt eben einzusammeln. Das muss ja jetzt halt eben nicht sein. So, dann jetzt noch die zwei und dann dürfte das ja eigentlich schon fast funktionieren. So, nebenbei wollte ich dann halt eben euch noch halt eben eine Frage stellen, zwecks unserem, ja, Verteidigungswall, Wassergraben könnte man sagen, um das Dorf drumherum, weil mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass da bei diesem, ja, Wassergraben immer wieder halt eben die Eisengolems dann halt eben, ja, abhauen und halt eben Gegner dann halt eben platt machen, also halt eben hauptsächlich die Skelette und Zombies, logischerweise, sind ja im Endeffekt ja auch dafür da, dass das dann halt eben so ja, angegriffen wird, aber die laufen dann halt eben einfach irgendwie so dann halt eben noch weiter da drum rum. Und das finde ich halt eben irgendwie ein bisschen blöd, um es mal vorsichtig auszudrücken. Denn, ja, die sollen ja nicht einfach irgendwo in der Nähe halt eben dran rumlaufen, sondern die sollen ja zu den Magma-Blöcken halt eben kommen, damit die von dort aus dann halt eben, ja, ins Lager dann halt eben transportiert werden. Und deswegen ist jetzt halt eben mein Gedanke, wie sollen wir das jetzt dann halt eben am besten umsetzen mit dem, ja, dass die Golems halt eben da in die entsprechenden, ja, Bereiche dann halt eben gespült werden. Sollen wir da jetzt dann halt eben entweder Halbstufen machen. Okay, das ist jetzt das Problem mit den Tieren, mit den großen Tieren. Gut, okay, aber
Klick mal einen Moment. Dann machen wir das jetzt hier einfach weg. Dann haben die da schon etwas mehr Platz zum Rumlaufen. Ja, dann auch nochmal. Ich komme gleich nochmal zu der Frage. Moment mal, wir müssen jetzt gerade erstmal irgendwie schauen, dass wir die hier auf die andere Seite gelockt bekommen. Auch wenn das jetzt hier nicht wirklich viel Platz ist, aber wir brauchen ja da drüben den Platz, dass wir da drüben noch auch noch Grasboden halt eben reinsetzen können. So, kommt her, kommt her. Ich weiß, jetzt habt ihr es halt eben wieder hier saumäßig eng. Aber jetzt können wir hier den Boden austauschen. Genau, sehr schön. Und die Mauern können wir auch mitnehmen. Perfekt. So, ja, sollen wir dann halt eben den Burggraben halt eben komplett aus Stein machen und dann im Endeffekt, ja, mit einem Steinhalbstufe dann, dann, ja, man könnte sagen, halt eben abschließen, dass die dann halt eben die Gegner halt eben reinlaufen können, aber halt eben nicht mehr raus. Oder sollen wir uns da irgendetwas anderes halt eben einfallen lassen? Denn, ja, wir müssen ja dann halt eben ja auch irgendwie schauen, wie wir da vorankommen, dass dann halt eben die Golems halt eben nicht, ja, einfach im Nichts dann halt eben verschwinden, könnte man halt eben sagen. Oh, wir müssen ja auch noch Holz setzen. Ha, ha, ha. Schweinchen. Das habe ich jetzt schon fast kommen sehen, dass du da jetzt halt eben hin wolltest. Ah, nein, nein, nein. Ach, du blödes Schweinchen. Ja, da müssen wir jetzt halt eben da oben dann halt eben eins jetzt dann halt eben züchten, das dann halt eben hoffentlich auch da oben bleibt. Aber gut, okay, das wird ja, glaube ich, das kleinere Problem sein. So, Moment mal. Ich wollte jetzt, ah, ja, das, was ich meinte. Die erwachsenen Schweinchen gehen dann halt eben ja auch nach unten halt eben durch, weil die Lücke halt eben zu groß ist für die. Aber so wie es aussieht, könnte das ja doch jetzt recht gut funktionieren. Das Einzige, was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass halt eben hier die Wasserströme direkt sich entgegenkommen, könnte man sagen, statt jetzt halt eben auch so rumgebogen werden. Aber naja, gut, okay. Man kann nicht immer alles haben. So, dann machen wir hier das wieder so und können das hier dann eigentlich ja dann halt eben zumachen. Ach ja, wir müssen uns auch noch was einfallen lassen, was wir dann hier oben machen. Denn ich habe keine Lust, dann halt eben auf das Tiergehege dann halt eben runterzufallen. Wir könnten ja Mauern von oben runterlassen oder sowas. Oder ja, ich habe hier vorhin dann halt eben Erde dann halt eben weggemacht, weil das jetzt dann halt eben doch ein bisschen zu viel, zu wenig Platz war in meinen Augen. Fühlte mich da ein bisschen eingeklemmt. Aber wir könnten jetzt hier eine Schicht Erde halt eben machen. Und dann können wir ja schauen, wie wir das dann halt eben noch irgendwie auffüllen. Weil, ja, wir müssen ja dann ja auch immer wieder hier durchlaufen. Wenn ich, mal, wie viele Mäulchen habe ich denn dabei? 36, so gut, okay, das dürfte eigentlich ohne Probleme reichen. Wenn ich das jetzt hier einfach so mache, dann komme ich ja theoretisch ja noch an die Tiere halt eben ran. Und hier müsste ich dann halt eben auch so machen. Genau. Eigentlich reicht ja nur eine Schicht an Mäuerchen,
dass wir nicht vom Weg runterkommen. Aber jetzt habe ich halt eben schon angefangen, hier das so komplett zuzumachen. Und jetzt, ja, funktioniert das. Da kommen wir jetzt dann eigentlich überall dran. Hier müssen wir auf jeden Fall noch irgendwie Treppenstufen hinmachen. Bei, nee, ich glaube, ich ersetze besser die Blöcke halt eben durch Stufen. Ich glaube, das sieht dann, glaube ich, besser aus. Bei, naja, auch noch hier das Ding. Naja, oder so machen wir es halt eben einfach. So, nee. Aber dadurch können wir es halt eben auch nicht komplett verstecken. Ja, wir brauchen halt eben hier ja auch den Zugang für hier unten, dass wir da dann halt eben auch Scheren nachführen können. Das ist ja dann blöd. Oder? Moment mal. Hab ich Trichter dabei? Nee. Wir könnten ja hier ja auch zwei Trichter ja dran machen. Und wenn wir da dann eine Treppenstufe drüber machen, dann dürfte das ja eigentlich funktionieren. Theoretisch. Ja, ich glaube, das könnte klappen. Genau. Da müssen wir nicht hin, aber die zwei müssen wir dann halt eben austauschen. Zu Treppen. So, und... Und... So. Genau. Weil wenn wir dann hier dann auch die Treppe hin machen, dann können wir eine Schere irgendwie so, oder Scheren auf die Treppe drauf werfen. Und dann müsste das dann vom Trichter halt eben aufgesogen werden. Wobei, es dürfen ja nicht zu viele Scheren halt eben drin sein. Ansonsten funktioniert der Mechanismus nicht mehr. Okay, nee, ich glaube, dann müssen wir das halt eben doch irgendwie so lassen, dass wir, ja, wir müssen es halt eben irgendwie so lassen, weil ansonsten funktioniert das ja nicht. Ja, geht nicht anders, aber ja, gut, okay. Aber so haben wir wenigstens eine Treppe. Theoretisch müsste man das jetzt hier eins rüber versetzen. Ging mir das auch nicht? Ich weiß nicht, aber doch theoretisch müsste das ja eigentlich auch gehen. Ja, aber ich glaube, das überlege ich mir dann halt eben hier mit dem Feinarbeiten. Sorgen wir erstmal dafür, dass wir hier dann halt eben nochmal unser viertes Schweinchen dann halt eben reinbekommen. Und dann... Achso, haha. Mit nur einem Weizen kommt man ja nicht wirklich voran. Wir brauchen hier 8. Genau. Oh, Ferkelchen ist da. Ferkelchen. Ich möchte, dass das hier drinnen bleibt. Ja, gut, okay. Das wird jetzt gerade wohl eher schwierig. Aber naja, gut, okay. So. Kühe und die Schafe und die zwei Kühe und die zwei Schafe. Ja. Sieht doch aus, als ob das funktionieren würde. Gut, okay, jetzt müssen wir eben dann nochmal Wasser anmachen, weil mir ist gerade eingefallen, wenn wir jetzt die Schafe, Kälber und Lämmer hier oben lassen, dann werden die ja hier oben groß und das wollen wir ja natürlich nicht. Jetzt ist zwar das eine Ferkelchen auch mit runtergespült worden, aber ich denke, das wird ja jetzt wohl das kleinere Problem sein. Und ja, also mein Plan war jetzt wohl nicht so schlecht, aber irgendwie... Ah doch, funktioniert doch da. Okay, man muss halt eben wohl nur das Wasser lang genug laufen lassen. Dann schubsen die sich halt eben so hin und her, dass dann
irgendwann einmal doch die Lämmer und Kälber dann mit eben unten sind. Ja. Und jetzt haben wir da zwei Lämmer, zwei Kälber und ein erwachsenes Schwein. Aber ja gut, okay, dann passt ja. Dann haben wir ja hier den Plan gut umgesetzt, hätte ich jetzt mal gesagt. Und oh, kleines Schweinchen. Oh, du kleines Ferkelchen, warum bist du so doof? Genau, geh zu deinen Eltern und versteck dich nicht hier bei der Maschine. So, Moment, probieren wir es nochmal, ob das kleine Ferkelchen... Hm. So, komm mit. Komm mit. Ohne runterzufallen. Genau. Jetzt füttern wir dich hier ein bisschen. Ups. Okay. Das war es jetzt irgendwie schon. Das war jetzt nicht so schlau. Ferkelchen? Ferkelchen, wo bist du hin? Gestürzt, ne? Hm. Schon wieder da drin. Meine Güte. Kommst du bitte wieder hoch? Danke. Nein, hochkommen. Brav. Sitzplatz aus. So. Und jetzt so ein bisschen zu den Eltern schieben. Und dann jetzt noch ein bisschen füttern, dass es schneller wächst. Und wenn es dann erwachsen ist, dann könnten wir es ja theoretisch einfach da reinschieben, schätze ich mal. Also, das ist jetzt einfach so meine Idee, mein Plan. Ob der jetzt so einfach funktioniert, weiß ich nicht. Aber ich denke schon. Das kriegen wir dann schon hin. Gut, dann schreibt mir doch halt eben bitte in die Kommentare, was ihr davon haltet, wenn wir halt eben den Wassergraben ja, so umarbeiten, dass ja, nur noch Gegner dann halt eben und Eisengolems halt eben in den Kanal reinkommen, aber nicht mehr raus. Und ja, macht doch halt eben einfach mal Vorschläge, ob wir das jetzt dann halt eben so umsetzen sollen, wie ich es jetzt dann halt eben gesagt habe, mit halt eben alles irgendwie mit Stein. Oder ja, sollen wir das dann halt eben irgendwie anders halt eben machen? Ich denke, wenn wir halt eben alles irgendwie mit Stein auskleiden und dann halt eben die Halbstufen drumherum setzen, dann würde es wahrscheinlich am besten aussehen. Bin mir jetzt aber nicht so hundertprozentig sicher, aber wir können es ja einfach mal ausprobieren und austesten. Und falls ihr irgendwelche anderen Ideen oder Vorschläge habt, wie wir dann halt eben diesen Wassergraben dann halt eben so umgestalten können, dass halt eben nichts mehr abhauen kann, dann schreibt es mir doch halt eben sehr gerne in die Kommentare halt eben rein. Jo, dann fütter ich jetzt noch hier unser kleines Schweinchen, dass es endlich mal groß wird. Hallo, wie viele Karotten magst du noch futtern? Eigentlich solltest du doch... Ah! Schon längst groß sein, dachte ich. So, und zack, zack, wunderbar. Und wir haben jetzt wieder unsere vier Schweinchen. Perfekt, gut. Dann, ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht das Beste draus. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.